Nichts ist mehr wie früher. Früher gab es Tankwarte, heute tankt man selbst. Früher gab einem der Bankbeamte das Geld, heute holt man es bequem selbst. Self-Scanning im Supermarkt, Self-Checking am Flughafen, Self-Tracking der Körperwerte und natürlich Selfies. Selbst, 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 selbst. Das Selbst hat Konjunktur seit 40, 50 Jahren. Wir sprechen heute in der Soziologie, Psychologie vom erschöpften Selbst. Dieses erschöpfte Selbst führt zur individuellen Selbstbeweihräucherung, zur Selbstbetrachtung der Voyeure und zur Selbstüberlistung der Fußballer. Wozu braucht man andere, wenn man alles selbst machen kann? Wir sind heute selbster denn selbst. Doch wer ist dieses Selbst? Das Selbst. Ja, ich selbst. Wie komme ich dahin? Eben. Es ist die Zeit der Selbstfindung. Das Selbst sucht der Mensch in verschiedenen Dingen. Aber er hat verlernt, dass er das eigentlich nicht ist. Ja. Und als das, was ich aber für diese Dinge hält, für denjenigen, der... Da überspringen wir vielleicht etwas. Dass er sich nicht zu sich selbst bewegt, sondern bereits als er selbst Stück für Stück die Kleidung auszieht... Das führt nun etwas weit. Aber es ist die korrekte Antwort auf die Frage... Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wenn man das Selbst gefunden hat, muss man gut darauf aufpassen. Wer in einem Zug die Kontrolle über das Selbst verliert, muss mit einer Buße rechnen. Einrichtungshäuser mahnen, das Selbst abzuholen, wenn jemand das Selbst vergessen hat. Selbsterkenntnis führt im besten Fall zu Selbstliebe. Und wenn man sich besonders lieb hat, zu Selbstheirat. Ausnahmsweise aber auch zum Selbsthassen.